Tja, kommen wir denn sonst irgendwie da rein? Also ich meine, die wird ja definitiv zu sein, die Kirche. Ich probiere es einfach. Die Kirche ist abgeschlossen. Ja, toll, hier vorne wahrscheinlich auch. Ich glaube, dann werde ich noch mal zurückgehen zum Schloss und gucken, was wir da so machen können, oder? Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Ja, Alter, der Seiteneingang ist aber auch verschlossen. Ich gehe jetzt noch mal hier kurz hin, weil ich gerne wissen möchte, ob da hinten noch irgendwas ist, so friedhofsmäßig oder so. Können wir noch mal mit dem sprechen? Die Frage ist, worüber? Darf ich Sie stören? Ah, Stunden später. Nur kurz, ich habe viel zu tun. Ach so, wir haben sogar noch was zum Quatschen. Pater Frederick. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Windshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne. Sie würden gerne in die Kirche, aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Ja, ist ja gut. Okay. Warum arbeitet er da nicht weiter? Hä? Irgendwie verwirrt mich das. Jetzt arbeitet der wieder, jetzt habe ich den aus Versehen angequatscht und jetzt legt er die tolle Spitzhacke. Ich möchte nicht reden. Also, wie. Okay. Die tolle Spitzhacke wieder zur Seite. Naja, wir kommen hier also definitiv nicht rein und auch da hinten können wir nichts machen. Tja, dann werde ich jetzt wohl oder übel zum Schloss zurückkehren müssen, oder? Ich meine, hier gibt's rein gar nichts mehr zum hinteren Friedhof. Vielleicht können wir da noch hin. Ah, hier waren wir ja noch gar nicht. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Ach, wie schade. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Ach, zu Williams Grab. Na, sieh mal einer an. Ist das jetzt. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Ist das jetzt die hier? Aber gut, wenn er sagt, er weiß nicht mal, wer darin begraben ist. Grabstein. Oh. William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken, und wenn ich dafür durch die Hölle muss. Ja. Gut, hier können wir aber nichts mehr machen. Ja, okay, da ist auch noch irgendeine Gruft. Das Grab von Jeremy Gordon. Ach, der Jeremy. Okay, ich glaube aber, dass wir hier gerade nicht viel machen können. Ich könnte jetzt nochmal mein Glück versuchen und mit dem Totengräber sprechen. Vielleicht kann er mir irgendwas über das Grab erzählen. Fängt die Messe jetzt an? Oder warum läuten hier die Glocken? Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Hermann sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf Ach mich. ja, da war ja was, genau. Hey, er ist auch schon da. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann.
Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Ja, das hoffe ich auch. Der Typ war jetzt nicht besonders gesprächig. Aber nun gut, ich bin jetzt sehr gespannt, was wir hier haben. Eine Schachtel. Und noch viel wichtiger als diese Schachtel ist der Inhalt. Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Was? Da muss doch irgendwas Interessantes jetzt sein, oder? Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Oha. Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Aha. Sehr schön. Wissen wir direkt, wo wir als nächstes hin müssen, sonst war da ja nichts drin, ne? Dann werden wir jetzt in die Bibliothek gehen und den Vorhang, den blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte suchen. Irgendwie sowas. Ich bin mal gespannt, ob der Bates jetzt wieder hier rumsteht und ein bisschen Luft wedelt. Nein, er ist nicht hier. Boah, was das gerade für Hintergrundgeräusche waren, so... So ganz extrem, wie so rauschender Wind. So, was war denn da drauf? Da war Tinte drauf und dieser Globus hier, ne? Tintenfass? Ach, das könnte vielleicht... Aha. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche, ihn zu drücken. Ja, weil das Tintenfass nämlich... Ja, weil das Tintenfass der Vorhang der ungeschriebenen Worte ist. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Ja, dann nimm mal die alte Schachtel. Ach, ich erinnere mich auch daran. Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Ja, ich erinnere mich daran. Aber wie das Ganze hier gleich funktioniert, das weiß ich nicht. Hallo? Wie komme ich denn jetzt zu diesem blöden Globus hier? Hier scheint etwas zu fehlen. Ja, es fehlen nämlich diese wunderbaren Planeten, die wir jetzt irgendwie hier einsetzen müssen. Das Problem ist, dass ich glaube, dass uns ein Hinweis fehlt, oder? Also das ist definitiv die Sonne, das ist klar. Das hier, denke ich mal, ist die Erde, das ist Uranus, das ist Jupiter. Die kenne ich noch so weit. Das hier ist... Ne, wahrscheinlich ist das hier der Mars. Pluto ist immer der kleinste. Okay, er sagt nichts. Ich glaube, uns fehlt was. Irgendein Hinweis darauf, oder? Papierfetzen, ich guck nochmal gerade. Der Weg zum Beginn in der Bibliothek. Ungeschriebene Worte. Das Tintenfass ist klar. Dieser Globus ist auch klar. Also irgendwo muss hier was sein, da ich jetzt gar nicht weiß. Ja, wahrscheinlich müssen wir die in der Reihenfolge anordnen, wie weit entfernt die von der Sonne sind. Da ist nichts mehr von Interesse. Könnte ich mir jetzt vorstellen, also wirklich, wie weit die von der Sonne entfernt sind. Ich glaube, ich probiere das einfach mal, oder? Würde ich jetzt so sagen, da ich keine Ahnung habe, was ich hier sonst noch machen soll. Versuchen wir einfach mal, dieses tolle Rätsel hier ohne Hinweise zu lösen. Vielleicht klappt das ja. Ja, ich habe schon wieder voll den Plan. Moment, die Frage ist ja auch... Warte mal, wenn das... Also Pluto ist immer der kleinste, ist klar, und der am weitesten weg ist. Das hier ist der erste Ring. Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Ich kann jetzt eigentlich nur
Also grüner Planet ist immer Uranus, glaube ich. Ich denke mal, das hier oder das hier wird Mars sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Was haben wir noch? Wir haben Saturn, der ist ein großer Planet. Wir haben Neptun, das ist ein blauer. Wenn das die Erde ist, welcher ist das denn? Dann welchen vergesse ich denn dann gerade? Nee. Nee, ich glaube, wir brauchen einen Hinweis, oder? Ich kann ja jetzt hier irgendwas machen. Also ich meine, keine Ahnung, ich kann den da hinsetzen. Nee, ich glaube, das ist so nicht richtig. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Bücherschrank. Aber hier ist ja auch nichts, was sonst noch auf Planeten oder so hinweist, ne? Da ist nur irgendein Bild, Bücher, die wird er sich alle nicht angucken können. Aber, Moment. Eine goldene Taschenuhr. Wunderschöne Handarbeit. Der letzte Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter. Okay, vielleicht brauchen wir doch keinen Hinweis. Ich bin jetzt gerade so überfragt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das hier irgendwie so lösen muss. Also ich meine, die Hälfte, nein, wahrscheinlich kenne ich alle Planeten, aber jetzt wirklich zu wissen, in welcher Reihenfolge die sind, Da ist nichts mehr von Interesse. das ist echt nicht leicht. Moment, Schubladen. Sie sind bestimmt voller Bücher oder alter Papiere. Ich mache sie gar nicht erst auf. Okay. Ja, sorry, dass ich hier gerade so hin und her bin, aber ich bin halt am Überlegen, muss man das jetzt so machen oder habe ich irgendwas übersehen? Nicht, dass ich mir hier voll die Arbeit mache und nachher gab es da voll die Hinweise. Kann ich den nicht mal irgendwo zurücklegen? Hilfe! Also nehmen wir mal an, dass das Jupiter ist. Jupiter ist doch. Nee, oder erzähle ich gerade Quatsch? Nee, Moment. Moment. Das ist nicht Jupiter, das ist Saturn. Okay, Saturn ist der mit dem Ring. Wir haben Jupiter, wir haben Uranus, wir haben Neptun, Erde. Auf den komme ich gerade nicht. Ich komme nicht hier drauf. Was fehlt denn noch für ein Planet? Oh Gott. Also das ist auf jeden Fall, ja, das hier oder das hier ist Mars und Pluto. Merkur haben wir noch, aber welcher ist das? Da habe ich keine Ahnung. Und trotzdem noch ein Planet, auf den ich gerade nicht komme. Ey, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich hier. Ich krieg auch einen Moment. Mal gerade eben so auf die Geräusche hören. Ob es irgendwo. Bis irgendwo so Klick macht, wenn ich den an die richtige Stelle setze. Ah, ich glaube. Ja, ich glaube, das sieht schlecht aus. Der kann jetzt wirklich überall hin. Ah, das ist so doof. Also, Moment, Pluto ist immer der kleinste und eigentlich wirklich immer der, der am weitesten entfernt ist. Nehmen wir an, das ist. Das wüsste ich auch nicht. Wenn das jetzt Merkur ist oder Mars ist. Ach, das könnte auch. Einer von denen, also vielleicht dieser hier, könnte auch die Venus sein.